Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass ich euch vor der Tür treffe, aber ja, ich bin jetzt hier vorbeigelaufen, da kam so ein fetter Typ mir entgegen, den ich gerne ignorieren würde. Ein üppiges Wappen, okay, tschüss. Ja, gegen den habe ich keinen Bock zu kämpfen. Tut mir leid. Der zieht mir auch wieder allerlei AP ab und ich kann dann wieder gucken, wo ich bleibe. So, üppiges Wappen. Ah, okay. Zum Glück brauche ich das nicht mehr. Ernsthaft, dieser Gang war doch vorher nicht da. Der randaliert da hinten. Da gehe ich doch nicht hin, hallo? Jetzt gleich so auf dem Rückweg haut er mich kaputt. Eieiei, das Wetter ist echt nicht zum Uppsala Let's Playen geschaffen. Ah, an dem bin ich auch vorbeigelaufen. Da geht's dann bestimmt weiter. Keine Gegner. Verdammt, der Dreck! Nein! Jetzt ist auch noch so einer. So, kommt mal her, Bams. Zack, zack, zack. Das war knapp. Das auch, was zum Teufel? Ich da immer noch getroffen habe. Zack. Ein Fan kann sich ruhig bänken, Mann. Kein Bock, dass Shizuka gleich wieder vollkommen kaputt ist. Wir deswegen wieder zurücklaufen müssen. Du kannst keine neuen rufen, oder? Kann ich auch hier. Wow. Komm mal den hier. Was? Meine Güte, langsam kriege ich die Gegner hier echt raus. So, als da irgendwie einer stand, der mich nie angegriffen hat, war ich auch so ein Vetter. Nein. Ja, ich kann das Spiel langsam, ne? Bams. Guckst du doof. Naja, komm mal näher, das ist eine richtig blöde Kameraposition da. Bams. Kein Kratzer, was machst du jetzt? Ich wünschte, man könnte hier tanzen, dann würde ich jetzt tanzen, verdammt. Bams. Sehr schön. Jetzt mache ich den da draußen auch noch platt. Nee, ganz bestimmt nicht. Puff. Puff. Ha. So, ich nehme jetzt an, wir kommen jetzt durch den Spiegel, ja, wurde ja gerade gesagt. Und dann, weiß ich nicht, kommen wir dahin, wo Busson, glaube ich, rausgekommen ist. Nehme ich jetzt mal an, weil da war auch so ein zweiter Spiegel und du gehst mal schön weg, ne? Ja. So. Schluck trinken, ey. Ja. Boah, hält's nicht auf. Da oben ist der nächste Bosskampf, nehme ich an. Wo sind Yoshitsune und Busan? So, jetzt möchte ich aber noch mal kurz zurückgehen. Diesen ein Gebiet, wo man ja, warte mal, kann ich da überhaupt hin? Irgendwo war noch ein Gebiet, da hatte ich noch keinen. Da fehlt mir noch ein Amalgane-Sensor, da kann man speichern. Da hinten, glaube ich. Ja, super. Da kann man speichern, sehr gut. Da komme ich doch gar nicht ohne Yoshitsune hin, oder?
Ach, wir sind mal ganz am Anfang. Cool. Ja, da komme ich noch nicht rüber. Aber ich meine, da ganz hinten ist irgendwo noch eins. Ich hoffe, wir kommen wirklich irgendwie mit Yoshitsune und Busson wieder zusammen. Weil ich möchte gerne wieder mit einer Viererhupe durch die Gegend rennen. Das ist viel einfacher. Ihr seid nicht respawned, Maha. Boah, hier geht's ja echt ein in dem Zimmer. Ich habe gerade meinen Ventilator irgendwie in den Keller gebracht, als das noch nicht so warm war. Ich bin so faul, den wieder hochzuholen. Oh. So, jetzt kommt wahrscheinlich irgendein krasser Boss, ne? Den wir uns vorknöpfen können. Na, wo sind denn Yoshitsune und Busson, ganz ehrlich? Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nö. So, da vielleicht. Okay, sind wir von da jetzt gekommen? Nee, ne? Von da kam, glaube ich, Busson, ne? Hier geblieben! Nein! Spring nicht hinterher, ich bin da immer untergefallen. Yay, wir haben keinen Kamui, merke ich gerade. Das wird ja geil. Ah, ja, wir haben irgendwo noch einen Weg freigeschaltet, habe ich glaube ich gemerkt. Und was? Geil. Ma. Ja. Schaffe ich den Sprung überhaupt? Ja. Sehen, wenn ich jetzt zeigen gehe mit denen. Ich möchte nicht herausfinden. Ich möchte nicht nochmal gegen die Maske kämpfen, ganz ehrlich. Jetzt werde ich da irgendwie darüber kommen, ne? Ja, auf die Plattform kommt man irgendwie nicht per Sprung hin und ja. Bams. So. Zack. Ja, auf kleineren Flächen mit wenig Gegnern kommst du schon gut klar. Wie? Oh nein, es kommen mehrere Gegner. Okay, man muss jetzt nicht wieder übertreiben, Leute, ne? Leute. Was? Warum bist du denn jetzt umgefallen? Daneben. Getroffen. Bams. So. Du bist noch nicht tot. Jetzt aber. Der auch. Der Ding schon weggeht, obwohl ich den noch nicht getötet habe. So. Da. Okay. Wie kommen wir da hin? In so viele Orte, von denen ich glaube, dass wir da hin können. Vielleicht kommen wir auch da noch hin. Wäre geil. Wo er knapp aussieht. Lassen wir mal. Migoji Tempel, okay. Was für ein Horror erwartet uns da? Ich glaube, sie hat jetzt auch ihren Kamui voll, ne? Oder war kurz davor jedenfalls. Und das ist nicht schlecht. Okay. Wo ich das schön aus. Wer bist du denn, na? Mein Gott, ist das ein... Das ist mir Chimäre irgendwie. Sind auch immer so Löwen, Viecher mit so Schlangen... Leck mich. Mit so Schlangenschwänze. Ah, zu wenig. Benkei, du, Bams. Man zieht halt wenig ab. Mit genauso nerviger Kampf, ne? Ja, wir können noch einmal voll heilen mit unseren
Macht er. Leck mich am. Waren schon wieder unnötig viel HP, die abgezogen wurden. Ich hatte einfach Schnauze hier, Bams. Mich aber gut, dass der auch irgendwie so lahmarsch ist wie Benkei, so wie ich das Gefühl hab. Mach ich eben zweimal aus hier, Bams. Oder weicht richtig zurück, wenn ich so angreife. Mitten auf die Fresse. Mitten auf die Fresse. Mitten auf die Fresse, habe ich gesagt. Und nochmal auf die Fresse. Einer. Bams. Wow, da zieht viel ab. Auf die Fresse. Einfach voller Schlagabtausch nur. Ich glaube, der ist nicht so schwer wie der andere. Au. So, Leben erhöhen, na? Benke, du wirst ja wohl noch ein, zwei Schläge aushalten, ne? Jetzt nicht mehr. Bah. 1, 2, 3, 4. So, 3600 KP. Der übertreibt es natürlich wieder maßlos hier. Shizuka kann ich, glaube ich, vergessen im Kampf. Bams. Wo ich irgendwie so geführt hat, ist irgendwie ein Kampf für Shizuka. Weil sie in der Cutscene war. Ja, okay, ich habe sie auch gesteuert, aber egal. Au, was? Wie hat der denn jetzt angegriffen? Ey, hier geblieben. Ma. Oh, da bist du. Sollte man vielleicht abwehren, das wäre mal eine geile Idee. Ah, wird's gut, Mann. Duff. Mach's jetzt Platz. Der war gut. Ma. Bams. Oh Gott. So viel von den Dingern, nur halten die voll behämmert, wenig HP. So, kann Shizuka vielleicht auch noch was reißen. Da gehen meine AP wieder. Nein, 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 nein. Leck mich. Komm mal her. Shizuka, Shizuka. Mal, komm doch mal irgendwo hin, wo ich dich sehe. Hey, wie unfair. Jetzt schaltet er ja voll auf Angriffsmodus oder was, wenn ich mit Shizuka steuere oder was. Nein, nicht gut. Ma! Jetzt gehen wir auf der Fresse. Ist auch nicht sehr viel abgezogen. Nein. Hier. Yeah. Kann ich mehrere überhaupt an einen Gegner dran packen? Zünd dich doch.
Das war knapp. Und ich habe mich da schon tot gesehen. Ja. Alter. Mach keinen Dreck hier. So, jetzt krieg ich dich aber. Komm her. Ich hau die eher kaputt. Was willst du? Bams. Meine Güte. Gelbe Umme-Scherbe. Eines der Fragmente des Yata-Spiegels. Ja. Gelbes Juwel halt. Oh Mann. Oh, Graz Kamui bitte, ja. Es kommt gleich irgendwas an und springt sie an und wir sind tot. Was mich übelst ankotzen würde. Okay. Ja, von da gekommen? Nee, ne? Sind von hier unten gekommen. Wofür ist das hin? Ach so, okay. Ich dachte. So, Kamui voll. Muss man strategisch ausnutzen, ja. Ja, jetzt würde ich gerne mit den anderen wieder zusammenkommen, danke. Scheint ja noch weiter zu gehen da in dem Gebiet. Aber bitte mit allen Charakteren jetzt. Jetzt werden sie wieder voneinander getrennt. Oh, gut. Aber bitte nicht alleine. Okay, haben wir alle volle AP? Ja. Meine Güte. Ein Kampf nach dem anderen. Und der hat natürlich tausendmal bessere Angriff als unser Buson. Würde ich sagen, aber den Kampf sparen wir uns für den nächsten Part auf. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.